Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mafia 3. So, wir wollen hier hinten einen Vollstrecker töten. Haben wir auch gemacht. Da hinten ist noch irgendwo ein Cop. Da müssen wir aufpassen. Den Rest muss ich jetzt nicht unbedingt töten, weil, wie gesagt, hier ist ein Cop. Wir hauen jetzt hier direkt ab. Der soll da hinten zur Schießerei ruhig hingehen. So, wo gehen wir als nächstes hin? Wir könnten jetzt eigentlich direkt mit Bär quatschen. Ja, komm, machen wir jetzt auch. Quatschen wir mal eine Runde mit Bär. Aber hier irgendwo liegen Teile. Die will ich noch schnell haben. Ah, hier sind sie. So. Wenn er jetzt kein Bulle gewesen wäre, hätte ich die anderen Karspielköpfe auch noch platt gemacht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keine Lust, mit dem Gesetz hier aneinander zu raten. Daher. Ja. Was macht der Cop da? Unglaublich. Gut. Und rein mit uns. Keiner zahlt mehr an Sonny Blue. Hat ihm beim Schlachter Ärger beschert. Ja, das ist jetzt die Frage. Was haben wir denn noch für Geschäftsziele? Dann schon noch einige. Und ich denke, wir könnten hier durchaus noch einiges an Kohle machen. Ach, kommt schon. Ich will jetzt wissen, wie viel Kohle wir da machen würden. Weil so viel Kohle haben wir nämlich nicht. Das ist es halt. Just for fun, zu dem einen gehen wir jetzt noch hin. Meine Motorhaube fehlt. Okay, ich muss jetzt echt nur die Straße runter. Gut. Bist du scharf auf Laben? So. Tja. Hast du mich gerade Bimbo genannt? Du kleiner Wichser, hast du mich gerade echt Bimbo genannt? Das finde ich überhaupt nicht cool. Ich mag es nicht, Bimbo genannt zu werden. Haben wir uns. Das hat mir jetzt $116 gebracht. Ernsthaft. Das war jetzt nicht so viel. Ich glaube, das hat mich mehr Munition gekostet. Nennt ihr mich Bimbo? Ich glaube, ich spinne. Komm, das Ding knacken wir jetzt aber noch, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Okay. Ja, oh mein Gott, bla bla bla. Nicht mehr raus. Du schuldest, was du schuldest. Aber vielleicht schickst du ja mal das hübsche Frauchen rum. Ich weiß nicht, wer die Bullen rufen will. Oder habe ich die beseitigt? Ja, wir quatschen jetzt mit Bär. Was soll's. Hi, na? So. Bär, was geht ab? Ja, Enter. Sonny ist wieder drüben bei Robert O. Drückt sich in letzter Zeit ganz besonders blumig aus. Der Schlachter war wohl nicht gerade begeistert, dass Sonnys schmierige Geldgeschäfte gestört worden sind. Genau. Und die Kacke ist echt am Dampfen. Sonny ist entschlossen, alles wieder ins Lot zu bringen. Dass seine Leute mehr Schiss vor ihm haben als vor dir. Wir werden sehen. Bleib undercover, bis es vorbei ist, okay?
Ja. Sunny Blue, ich komme. Hat er mich Bimbo genannt? Ich glaube, ich spinne. So, wo müssen wir hin? Gut, wir stehen zumindest schon mal richtig. Aber ich will nochmal Munition haben. Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Wo ist denn hier der Köter? Ich hoffe, ich kann hier bei ihm halt nicht nur... Irgendwas dabei, was du brauchen kannst? Ich hoffe, der nimmt okay, halt auch das Geld vom Tresor. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Wir sehen uns. Ich denke aber schon. Gut, dann fahren wir jetzt mal dahin. Hey Cops, alles klar? So, und dann hier lang. Naja, wenigstens sind die Missionen untereinander dann nicht immer so arschlang und arschweit weg voneinander. Das ist schon mal was. Dass ich nicht hier von Insel zu Insel quasi cruisen muss. Da waren wir doch schon mal drin. Jetzt muss ich da echt noch mal rein. Mann, Mann, Mann. Wer sieht mich denn? Ein verdammtes Vergnügen. So. Ja, da waren wir auf jeden Fall schon mal drin. Welcher Nichtbekloppte hätte die Eier Sunny Blue zu verarschen? Ich versuche immer noch herauszufinden, wie dieser Neger, der Ralph abgeholt hat, ins Bild. Da! Lasst uns ab! Er gehört euch, Jungs! So. Das war jetzt eher easy. Mich zu verletzen, braucht es mehr als dich. Das glaube ich nicht. Ich hab ihn entdeckt. Er gehört euch, Jungs. Alle Mann in Deckung. Zeit zu sterben, Arschloch. Gottverdammte Betrüger. Was von dir übrig bleibt, hat einen von unseren Jungs gekillt. Einen? Ich würde da schon mehrere erzählen, ehrlich gesagt. Okay, da oben ist der Wachposten noch. Ich will halt ungern, dass sie Verstärkung holen. Geh da mal zurück und sieh nach. Geh um ihn rum! Bring mich echt um. Ja, ich bring dich echt um. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, ein Wachposten weniger. So gefällt mir das. Der Spiegel hat seine letzten Momente eingefangen. So. Da ist er. Scheiße. Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Los geht's. Der Drecksack gehört mir. Formiert euch hinter mir! Los! Der gehört. Einer weniger. Leider haben die halt immer die falsche Munition. Ein verdammtes Vergnügen. Da! Nimm diesen Sack Scheiße um! Seht ihr ihn? Ich sehe ihn. Deine Zeit ist um, Motherfucker. Wow, wow, wow. Ja, erwischt. Scheiße. Geh einfach zum Telefon. Ich mach ihn alle. Leck mich. What the fuck? Der hat sich einfach hingeschmissen.
Der wollte nicht mehr leben, Leute. Der hatte keine Lust mehr. So. Ich denke aber, dass ich seine Leute jetzt bald... Wir vier! Stirb endlich! Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst, du Depp! So, wo sind sie? Wo sind sie? Scheiße, keine Kugeln mehr! Wir haben einen Mann verloren! Der Schwarze setzt mir hier nichts nach! Scheiße, ich... Scheiße, ich bin... So sterbe ich nicht. Nicht so. So, noch einer weniger. Bisschen Kohle nochmal. Sieht man noch irgendjemanden? Ja, da hinten ist noch einer. Los, komm mit. Erstmal machen wir den hier. Schnappt euch diesen Dämpfer, Hurensohn. Ich muss nachladen. Gib mir Feuerschutz. So, wer schießt auf mich? Bring mich ins gottverdammte Krankenhaus! Kein Fluchtweg, stecke fest! Wir gehen mal übel an den Kragen! Ist die Jungs mal luschen! Probier's mal mit mir, Großer! So, haben wir jetzt alle. Scheiße. Ja, sonst ist hier keine mehr drin. So, tun wir ihn anwerben oder töten? Ach komm, anwerben. Du könntest der Bratwurstkönig von New Bordeaux sein, wenn du für mich arbeitest. Na, wie klingt das, Sonny? Na sicher. Ich mag es sowieso irgendwie, hier zu arbeiten. Gut. Burks Leute werden sich melden. Der Bratwurstkönig von New Bordeaux. Läuft, Leute. Komm, Burke, kriegst ein Stückchen deines Territoriums. Schön. Der Schlachthof ist sauber. Schick deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Wenn wir die Distille zurückerobern, kann dieses fette Arschloch Barbieri nirgendwo anders mehr hin. Tja. Ja, wir sind hier auch in einem Schlachthof. Da braucht man sich nicht um Leichen kümmern. Die werden verwurstet. Das nennt man danach Wienerwurst oder Leberkäs. Thomas Burke kam als Kind in die Staaten, als sein Vater aus Irland floh, wahrscheinlich wegen der Rolle, die er dort im Bürgerkrieg gespielt hatte. Als sein Vater einem Herzinfarkt erlag, fing Burke an, illegal Schnaps herzustellen. Er betrieb die Schwarzbrennerei in ganz großem Stil und das fiel Selma Carno auf. Burke machte in der Mafia Karriere, konnte aber wegen seiner Herkunft kein festes Mitglied werden. Na, da hat er ja Glück, dass die neue Mafia von einem Farbigen geleitet wird, weil dem ist es ziemlich wurscht, was für eine Herkunft du hast. Komm, ich hab dich ein bisschen angerempelt und du schreist. So, neue Schusswaffe, schusssichere Weste. Sehr schön, irgendwann muss ich jetzt echt mal nachlesen. Kann die Polizei für kurze Zeit bestimmten Gegenden abziehen? Blaue Zonen werden entfernt und Verbrechen ignoriert. Cool! Ist aber höchstwahrscheinlich nicht for free, oder? Eingefallen. So, holen wir uns erstmal Munition. Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Komme schon, nur einen Augenblick. Wieso lauft ihr mit euren Knarren da raus? Wo lauft ihr hin? Wo laufen die hin, Leute? Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So. Dankeschön. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Na klaro. Alles bestens. So.
Welche Mission ist als nächstes am Start? Ich würde sagen, nehmen wir gleich die hier, die ist am nächsten. Die bietet sich an. 26.900 Schadenssumme haben wir noch. Vor uns. Kriegen wir hin. So. Kann ich eigentlich neue Autos klauen und irgendwie die Garage fahren oder irgendwas? Habe ich sowas wie eine Garage? Also ich weiß, dass ich sowas wie eine Garage... Oh, oh, oh. Da sind die Bullen aber nicht weit. Entschuldigung. Okay, den Rest machen wir zu Fuß. Pass auf. Ich sehe gerade nicht sonderlich viel. Moment. Ich hasse es, um nass zu werden. Kurz hier rein. Dann mal kurz den Weg. Achtung. Schlachter, was wirklich mit Glenn passiert ist. Augen auf, Wichser. Auf jeden Fall grinst der Schlachter wie ein Irrer und fragt, hat einer von euch schon unsere neue Wurst probiert? 100% Kachut. Der Schwarze will spielen. Keine ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Los geht's. Wo zum Teufel rennen die hin? So. Schieß diesen Drecksack in Stücke. Ich würde lieber den hier wieder nehmen. Doch, kann ich. Komm schon, Kleiner. Trag's wie ein Mann. Ich mach ihn alle. Und. Er schießt den Arsch endlich. Komm schon, komm schon. Okay, ich muss mich erstmal um den hier kümmern. Dann kann ich den hier befragen. Erzähl mir alles, was du über die Sweetwater Distillery weißt. Das ganze Geld, das wir mit dem Fuselverkauf ranschaffen, ich weiß, wo es versteckt ist. Ach komm. Anwerben, oder? Ihr seid jetzt Teil meiner Gang. Ich treffe ihn immer. Ich brate seinen Arsch im Feuer. Und tot. Gut. So. Nehmen wir uns die Kohle hier noch. Ein bisschen Munition. Sehr schön. Sind eh voll, glaube ich. Hier könnten wir noch ein bisschen was. Bin mir nicht sicher, ob der hier hinten... Ne, hat er nicht. So. Aber sonst glaube ich, gibt es hier jetzt auch gerade nicht wirklich was zu holen. Nope, nicht wirklich. Gut, dann will ich hierher. Ich würde sagen, wir gehen einmal wieder durch den Laden durch, oder? Der einfachste Weg. Und irgendwie ist meine Taste wieder eingerastet. Hey! Ich tue keinem weh. Ich bin eigentlich ein ganz netter Kerl. Ich bin ein ganz netter Kerl. So. Gut. Machen wir weiter. Einmal über den Zebrastreifen. So. Wo darf ich hin? Ach, der da oben. Mit wem reden die denn?
Boah! Nicht zurückziehen! Der Fixer hat ihn kalt gemacht! Wirf einen verdammten Molotow! Tja, das lief doch eigentlich ganz gut, oder? Nee, also bin eigentlich zufrieden. Hier noch ein bisschen Schaden anrichten. Das würde nämlich sicher freuen. Aber hier? Ah, wir können hier das Tor aufmachen. Cool. Feine Sache. Ah, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Aber kein Geld mehr und nichts. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Finde ich schon eigenartig. Sehr eigenartig. Ich habe nochmal ganz kurz hoch, weil oben war nochmal irgendwas. Und zwar ach, da oben, Teile. Irgendeine Räusper. Ach, zerstören. Jetzt will ich es aber echt wissen. Wie schmeiße ich so eine beschissene Handgranate, Leute? Steuerung. So. So. Handgranate. Das müsste doch was ist denn das? Spielerbewegung. Fähigkeiten, Nahkampf, Pfeifen, aufheben, Konter, Nahkampf, bla bla bla. Und bei Fahren ist es auch nichts. Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich diese Kack-Handgranate werfe. Ne, ich will eine Handgranate. Also ich kann unten durchswitchen. Hm. Ah, okay. Das. Jetzt weiß ich, wie man eine Handgranate will. Jetzt habe ich das auch herausgefunden. Alles klar. Gut, dann nehmen wir unser. Hey, Moment, da müsste doch noch ein Dingens gewesen sein, oder? Ja, einmal Kohle und hier so ein Heckkästchen. Zack. So viele Teile haben wir eh gerade noch hier rumliegen. Und somit können wir das auch natürlich gleich mal mitnehmen. Wir haben doch keinen Schimmer, verdammt. Schnaps ist scheiß Schnaps. Mir doch egal, was diese Nigger in Bayou. Die Sprüche, die sind echte Burner, Leute. So, aber wir machen jetzt an der Stelle einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal machen wir noch die restlichen Missionen. Sollte eigentlich relativ flott gehen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.